Anna-Karina Wojcik scheint es nach der Trennung von Stefan Ross bestens zu gehen. Sie ist glücklich mit ihrem neuen Freund und setzt jetzt mit einem neuen Tattoo ein Zeichen für ihren Neuanfang. Auf Instagram nimmt Anna-Karina ihre Fans mit ins Tattoo-Studio. Das Ergebnis? Ein Schriftzug auf der Innenseite ihres Arms. Dieser lautet: Never a failure, always a lesson. Auf Deutsch: Niemals ein Fehler, immer eine Lektion. Meint sie damit etwa ihren Ex? Die Sängerin erklärt, was das Tattoo für sie bedeutet und macht damit eine Andeutung Richtung Stefan Ross. Schon länger wollte ich mir diesen Schriftzug auf meiner Haut verewigen lassen, meint sie und fährt fort. Es ist ein Satz, der mir sehr viel bedeutet und der auf jeden Fall auch absolut in meine letzten Monate passt und der mich auch so ein bisschen im Leben schon immer geleitet hat. Damit ist wohl klar, dass der Schriftzug auch auf ihre Trennung anspielt. Nach 6 gemeinsamen Jahren gingen Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross getrennte Wege. Wie die Sängerin verriet, kriselte es schon länger in der Ehe. Jetzt fängt für beide ein neuer Lebensabschnitt an.